Wir freuen uns sehr, in diesem Jahre die mittlerweile 50-jährige Gründung des Taiwan-Freundeskreises Bambusrunde eingetragenen Verein im Jahre 1969 feiern zu dürfen, die seit einem halben Jahrhundert den Dialog zwischen Taiwan und Deutschland pflegt. Das ist eine Seltenheit. Die Bambusrunde besteht aus langjährigen, wahren Freunden und sie alle sind Begleiter des wirtschaftlichen Booms, des Demokratisierungsprozesses und der historischen Entwicklung Taiwans. Anlässlich der Taiwanwoche zum 50-jährigen Jubiläum der Bambusrunde findet das Forum Wirtschaftstag Taiwan 2019 statt. Ich möchte der Handelskammer Hamburg, dem OAV German Asia Pacific Business Association und Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei meinen aufrichtigen Dank für ihre Begeisterung und ihr Engagement aussprechen. Im Laufe der Jahre haben beiden Seiten erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der Wirtschaft und des Handels erzielt. Darunter die gemeinsamen Erklärungen zur Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie und zur Zusammenarbeit in Innovation und Forschung und Entwicklung für KMU. Darüber hinaus ist Deutschland in der EU unser größter Handelspartner. Taiwan ist wiederum in Asien Deutschlands fünftgrößter Handelspartner. Im Jahre 2018 belief sich der bilaterale Handel auf eine Summe von 17 Milliarden US-Dollar. Beide Seiten sind in Wissenschaft, Bildung, erneuerbare Energien, Kultur und zahlreichen weiteren Bereichen der Zusammenarbeit eng verbunden. Das zeigt, wie robust die taiwanisch-deutschen Beziehungen sich entwickeln. Mit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters, durch die Anwendung von Big Data und künstlicher Intelligenz, kann taiwanischen Produzenten ein Entwicklungsvorsprung verschafft werden. Viele taiwanische Unternehmen befinden sich im Transformationsprozess und suchen daher einen engen Schulterschluss zu Deutschland. Deutschland hat vor ein paar Jahren Industrie 4.0 eingeleitet und durchgeführt. Dabei könnten sich strategische Allianzen zwischen den deutschen und taiwanischen Betrieben ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein. Die Stärke deutscher Unternehmen liegt zwar in der Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Sie schaffen es allerdings oft nicht, einen Prototyp rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Dies führt dazu, dass Marktchancen nicht ausreichend genutzt werden. Taiwanische Unternehmen haben gute Fähigkeiten, den Marktzugang für ihre Produkte zu schaffen, die Produktionskosten möglichst gering zu halten bzw. zu reduzieren und die Herstellungsverfahren zu vereinfachen, ohne dass die Qualität dabei leidet. Wenn die Unternehmen beider Länder zusammenarbeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten zum gegenseitigen Nutzen einsetzen, könnte sie den Weltmarkt gemeinsam erschließen. Die Weltlage ist unübersichtlicher geworden. Demokratie und Freihandel sind bedroht und Umwelt- und Klimafragen müssen gelöst werden. Taiwan und Deutschland haben ähnliche Vorstellungen. Daher sollten beide Regierungen eng zusammenarbeiten, um Änderungen zu bewältigen und mehr Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wissenschaft und Technologie zu schaffen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch zukünftig dabei helfen werden, die Freundschaft und Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu vertiefen. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderbares Jubiläum und beste Gesundheit.